Erkennen ist krasser als tun. Ich bin überzeugt, dass Klarheit der Schlüssel zu sich selber ist. Mein Name ist Jan und mein Podcast hat zum Ziel, dich zu inspirieren, dein Leben und dein Business noch reicher und klarer gestalten zu können. Dafür gibt es bei mir Solo-Folgen und Gespräche mit interessanten Gästen in meiner Show. Ich wünsche dir viel Inspiration und Freude mit dieser Podcast-Folge. Soll ich den Satz wirklich sagen, lieber Jan? Trau dich. Ja, letzter Samstag im Monat. Meine Güte, der Februar ist schon wieder um. Dabei haben wir doch gerade erst über deinen Jubiläumspodcast gesprochen. Krass, ne? Ja. Völlig krass. Ja, und schon wieder ein Monat um. Ja, es geht ja sehr, sehr schnell in unserem Leben. Und deswegen ist ja auch für unser heutiges Thema tatsächlich ein guter Einstieg. Denn wenn ich so gucke, wie schnell dieser Monat um war und was alles passiert ist und mir ich dann auch frage, habe ich denn die Dinge, die in den letzten 4 Wochen, 3 Wochen in meinem Leben passiert sind, wirklich bewusst wahrgenommen und geehrt? Oder ja, also ne, dann ist das so eine Geschichte, wo ich sage, schwierig, ne? Das stimmt. Weil also ich habe auch so diesen Eindruck, dass die Zeit an mir vorbei geglitten ist. Gestern war ich hier bei mir im Wald spazieren und habe die Märzenbecher gesehen. Das war so schön, das habe ich fotografiert und habe es jetzt gleich als Handy-Hintergrund, damit ich mich immer wieder daran erinnere, dass der Frühling vor der Tür steht. Und das war auch so ein Moment, wo ich tatsächlich gestaunt habe über die Schönheit der Natur. Und du hast mir ja die Brücke gerade schon so schön gebaut, weil wir haben ja angekündigt im letzten Podcast, im letzten Monat, dass wir uns mal so anschauen werden, was gibt es für Grundmotive, die der Mensch braucht, um zufrieden zu sein? Mhm. Und welche Ressourcen können wir relativ easy aktivieren, um ja wieder mehr in unsere Kraft zu kommen? Und ich hatte dich gefragt, mit welcher Ressource wollen wir denn anfangen? Und du hast dir eine ausgesucht, die tatsächlich manchmal echt in Vergessenheit gerät und über die wir sehr selten nachdenken. Also so die anderen sind ja eher so, ja, Dankbarkeit, Achtsamkeit, ne? Das also ist ja sozusagen in jeder Munde, ne? Und wir haben uns jetzt darüber verständigt, und zwar dein Wunsch, dass wir über Ehrfurcht sprechen. Ehrfurcht, spannendes Wort, weil auf der einen Seite die Verehrung drin steckt, ne? Also sozusagen etwas verehren und gleichzeitig die Furcht im Sinne von, hey, das ist was Großes, das macht mich deutlich kleiner, das ändert die Perspektiven. Das finde ich total schön. Worüber hast du denn so in letzter Zeit gestaunt? Ich habe mir tatsächlich einen Gürtel bestellt. Okay. Ja, was wo andere Leute oder wo die Menschen sagen, okay, das ist ja Gürtel, ja. Doch ich habe mir den sehr gezielt ausgesucht und der ist beschlagen und hat auch ein Motiv drauf. Und den habe ich mir sehr, sehr bewusst ausgesucht, denn das ist auch ein Teil meiner Mythologie, meiner Seele wird dort festgestellt und ich trage das jetzt am Körper. Mhm. Und als er gekommen ist, habe ich mir erstmal angeguckt. Ne, habe mir so die Gürtelschnalle, bin mit dem Finger drüber gegangen. Ich bin ja auch körperlicher Mensch und ich brauche das ja auch, die Berührung. Und dann habe ich ihn das erste Mal umgeschnallt und dann hat er das erste Mal quasi meine Hose gehalten, sagen wir es mal so. Ja, aber ich habe gespürt, dass er da war. Mhm. Und habe festgestellt, das fühlt sich anders an als den Gürtel, den ich so immer hatte, zu sagen, ja, das war halt mein Gürtel. Mhm. Ja. Und jedes Mal, wenn ich jetzt diesen Gürtel trage, spüre ich das. Und es wird auch nicht weniger grad, weil ich nämlich jedes Mal diesen Gürtel sehr bewusst trage. Mhm. Und daran habe ich so die Handwerks Kunst gesehen von jemand, der das kann. Und es macht mich ehrfürchtig, dass Menschen mit ihren Händen etwas gestalten können. Und ich habe diese Ehrfurcht vor der Geschichte, die das erzählt, das Ganze. Die Ehrfurcht der
als was es als Symbol darstellt. Und da habe ich sehr, sehr drüber gestaunt und das fand ich sehr toll. Und wenn du jetzt diese Ehrfurcht vor dieser, ich nenne es jetzt mal Meisterschaft, ne, weil das ja sozusagen, so wie du es beschrieben hast, so Handwerkerkunst ist, wenn du die spürst, was macht das mit dir? Also auf der einen Seite sagt das mir, Jan, du bist nicht allein, weil es gibt andere kreative Köpfe, ja, die dann mit ihren Händen was gestalten und etwas sehen, was ich nicht sehe. Mhm. Ja, denn du hast ja vorher entweder Metall, Bronze, Silber oder Gold, so ein Barren oder irgendwas. Und die sehen ja schon in diesem ungeformten Objekt das, was sie erschaffen wollen. Und das finde ich großartig. Das ist eine großartige Kunst, denn das können so wenig Menschen. Und wenn, gerade wenn wir beide über das Coaching reden und sagen, stell dir mal vor, du könntest ein leichtes Leben führen, dann ist das ja quasi, du guckst auf so einen Block und formst in diesem Block, dieser Block der Verwirrung, die viele Menschen haben, dieser Block des Nichtswissens, der Angst, der Emotionen, die negativen, die einen beherrschen, das ist ja wie so ein Block. Und die Kunst daraus dann etwas Filigrades, was Schönes, ein Kunstwerk zu gestalten und dann auch noch die abstrakte Fähigkeit zu haben, zu sagen, das bin ich. Mhm. Das können ja die wenigsten. So, und deswegen macht mich das ehrfürchtig, dass es da auch andere Menschen gibt, denn ich sehe das ja in den anderen Menschen auch. Also ich sehe ja das Filigrane. Mhm. Ja. Du hast was ganz, ganz Schönes gesagt, nämlich so dieses, du siehst, da ist etwas, was Größeres dahinter und etwas, du hast das auch gesagt, wie das im Coaching manchmal ist, ne, dass am Anfang die Verwirrung da ist und durch das Coaching dann diese Klarheit kommt. Und tatsächlich, und das fand ich ganz spannend, ist Ehrfurcht die Emotion der Wissenschaftler, also die Superressource der Wissenschaftler, ne, weil die gehen im Prinzip immer davon aus, das Wissen vom Nichtwissen oder vom noch nicht wissen und eben wohl wissend, dass es etwas Größeres gibt, was sie im Prinzip immer wieder antreibt, zu schauen, was kann ich dazu beitragen, wie kann ich mich weiterentwickeln, wie kann ich die Wissenschaft weiterentwickeln. Das fand ich ganz, ganz spannend, dass das also wirklich so ein Motivator ist, diese Ehrfurcht vor etwas Größerem, einen Perspektivwechsel zu haben, um zu sehen, okay, und da will ich ein Teil von sein. Ja, und das, was viele Menschen da auch bei vergessen, ist ja die Sache, Ehrfurcht hat ganz viel mit Mut zu tun. Mhm. Und in dem Moment, wo ich ehrfürchtig sein kann, kann ich auch mutig sein. Und auch das ist ja etwas, was wir ganz häufig vergessen, dass wenn wir uns fürchten, wenn wir Angst haben, dass wir vergessen, dass wir auf der anderen Seite genauso stark mutig sein können, weil wir es in uns tragen. Mhm. Und das ist halt genau das, wo ich dann auch manchmal auch sehr traurig bin, dass die Menschen dann sich eher von der Furcht beherrschen lassen, anstatt dann den Mut zu nehmen und die Furcht anzuerkennen. Ja, zu ehren. Ja, ich ehre alle meine Ängste, die ich habe, alle meine Dämonen, die ich habe, die in meinem Leben auftreten, die erkenne ich an. Und anerkennen bedeutet für mich auch ehren. Und ich kann auch sitzen, und das ist ja genau das. Ich stehe ja auch dafür, oder wir beide stehen ja auch dafür, zu sagen, denk doch mal anders. In dem Moment, wo du anerkennst und sagst, boah, ich habe Ehrfurcht vor meiner Angst, nimmst du ihr die Macht. Spannendes Gedankenexperiment. Was mir da jetzt gerade so durch den Kopf gegangen ist, ich habe ja zu Beginn unseres Podcasts heute gesagt, dass es diese vier Grundmotive gibt der Menschen, die du im Prinzip brauchst, um in deiner inneren Mitte zu sein. Und das ist eben so auf der einen Seite die Inspiration und Leichtigkeit, das ist die Harmonie und Geborgenheit, da ist die Verbundenheit mit drin, ne? Da ist aber auch Durchsetzung und Einfluss, dieses Thema Selbstwirksamkeit und das Thema Ordnung und Stabilität im Sinne von Struktur. Mhm.
Und das Spannende, was du gerade gesagt hast, du ehrst alle deine Emotionen. Weil zu jedem dieser Grundmotive gehören natürlich auch die Emotionen, die dich in den meisten Fällen tatsächlich dazu bringen, dass du das Motiv ja bedienst. Ne? Also was weiß ich, bei Durchsetzung und Einfluss, da ist der Ärger mit drin. Und du kannst den Ärger funktional nutzen, indem du also wirklich sagst, okay, das ärgert mich jetzt, also bringt mich das in die Energie, weil ich was verändern will. Nur dann, wenn du es willst. Also wenn dir klar ist, dass du es nutzen kannst zur Veränderung. Genau. Ja? Genau. Das ist so das, was man unterscheiden muss zwischen dysfunktional, also ich ärgere mich und schwäche damit mein Immunsystem, und zwar spannenderweise für 6 Stunden. Also du ärgerst dich darüber, dass die Straßenbahn gerade vor deiner Nase weggefahren ist und du behältst diesen Ärger eine Weile in dir und hast 6 Stunden dein Immunsystem gestört, ne, oder geschwächt. Und auf der anderen Seite, wenn das also etwas ist, worüber du dich ärgerst und sagst, okay, und jetzt erst recht, dann stärkt dich das. Und das, was du gerade sagst, ist nämlich auch genau die Geschichte, worüber die meisten Menschen überhaupt gar keine Gedanken sich machen. Denn das, was du gerade gesagt hast, ist Psychologie und Wissenschaft. Also da ist Wissenschaft hinter, da sind Immunodoku, also Leute, die Immunsysteme sich angucken und messen können, und Psychologen zusammengekommen und haben das herausgefunden und dieses Wissen dieser Welt mitgeteilt. Und trotzdem bekommt das so gut wie keiner mit, denn ich fahre ja Bus und Bahn hier in Hamburg, ja, und dann sehe ich ja auch ab und zu mal, dass ein Bus auch von meiner Nase wegfährt und neben mir sind dann auch Menschen und die fangen dann an und sagen, und ich denke mir jedes Mal, hey, du bist hier in Hamburg, in 5 Minuten kommt der nächste Bus, worüber regst du dich eigentlich auf? Also ich möchte mit diesen Personen kein Streitgespräch führen, wirklich nicht. Ja, also wenn die sich schon darüber so auf echauffieren, dann bringe ich ja ihr Immunsystem da wirklich völlig aus Kontrolle, wenn ich immer was Hartes anspreche bei denen. Also so, und diese, du hast gesagt, von Selbstwirksamkeit, selber zu wissen, was tue ich mir gerade an mit meinen Gedanken, was mache ich denn da wirklich? Nein, ich ärgere mich nicht einfach so. Ja, ich schwäche mein Immunsystem. Genau das Gleiche ist ja mit, ich laufe vor den Tisch und sage, ich bin ein Idiot. Ja, ich Idiot. Ja, sagen so viele, wo ich dann sage, was sagst du eigentlich da zu dir? Hast du mal die Definition von Idiot gelesen? Was bedeutet das denn? Was tust du dir da gerade an? Und dann sagen die meisten, ja, das sage ich dann halt einfach so. Nein, eben nicht. Du packst ja auch nicht einfach so deine Hand auf eine Herdplatte. Ich habe das neulich erlebt mit so diesem dysfunktionalen und funktionalen Ärger. Ich hatte letzte Woche einen Online-Workshop zum Thema Glücksstrategien für deinen Alltag. Da ging es im Prinzip darum, was ist Glück überhaupt, also subjektive Lebenszufriedenheit, wo kommt das her, was zahlt darauf ein, was kannst du beeinflussen, was ist und was nicht, was ist genetisch, was ist nicht und was kannst du für einfache Mittel in deinem Alltag anwenden, um in die Lebenszufriedenheit zu kommen. Und das sind ja alles Dinge, die sind tatsächlich wissenschaftlich nachgewiesen. Gibt es ja ganz viele Studien dazu und da ist jetzt kein Hokuspokus und kein, weiß ich nicht, esoterisches Zeug, sondern das ist halt einfach, es ist, wie es ist. Und ich habe im Vorfeld zu dem Seminar oder zu dem Workshop ein kleines Workbook verschickt. Da war nichts über die Inhalte des Seminars drin, sondern im Prinzip nur ein paar Arbeitsblätter für die einzelnen Übungen. Meine Bitte an die Teilnehmer war, bitte druck es aus, schau es dir im Vorfeld nicht an, weil es war ja aus dem Zusammenhang gerissen. Ne? Das waren im Prinzip die Arbeitsblätter für einen Teil, einen Bruchteil des Workshops. Und dann bekam ich eine WhatsApp-Nachricht von einem, der sich angemeldet hat, den ich auch schon viele Jahre kenne, der geschrieben hat, also er hat jetzt gerade beschlossen, er spendet mir dieses Geld, weil er hat sich eigentlich gewünscht, dass es eine wissenschaftliche Diskussion über Glück ist. Und nun ist es ja wieder nur so ein Life-Balance-Zeug. Und du kannst dir vorstellen, wie ich im ersten Moment reagiert habe, ne? Dysfunktional. Und dann habe ich gedacht, nee, und jetzt erst recht.
weil ich ja um die Wissenschaftlichkeit dahinter weiß und weil ich weiß, was dahinter steckt. Und so ist dann mein Podcast entstanden von der letzten Woche, was Glück nicht ist. Und da habe ich im Prinzip all das einfließen lassen, ne? Aber so wirklich so diesen Moment abzupassen von, ich ärgere mich und schwäche mich und denke mir, nee, also es muss mir niemand was spenden, sondern er hat für eine Leistung bezahlt, die er nicht in Anspruch genommen hat. Das ist ja eher sein Problem als meins. Hinzugehen und zu sagen, okay, und was mache ich jetzt damit? Ja, aber auch schönes Reframing bei ihm, ne? Machen ja auch ganz viele Menschen, die reframen, ja. Zum Beispiel Ehrfurcht. Ja. Wann habe ich, ich frage mich das gerade selber, vielleicht frage ich dich das auch, wann hast du mal jemanden in der letzten Zeit erlebt, der ehrfürchtig auf seine Fähigkeiten schaut? Der sagt, boah, das kann ich. Boah. Soll ich dir was sagen? Ich selbst. Ja, du es war selbst. Ein geiler Moment. Ich hatte vorletzte Woche in Düsseldorf ein Seminar, 7 Teilnehmer zum Thema Zweck der Existenz, also Sinn des Lebens. Und ich stand da so da vorne und hörte mir so teilweise selber zu und habe gedacht, wow, das hätte dir mal jemand vor 7, 8 Jahren sagen sollen, was du auf der einen Seite alles an Wissen erworben hast und B, wie du darüber die Teilnehmer inspirieren kannst, über sich selber nachzudenken und auch zu Ergebnissen zu kommen. Weil ich erinnere mich ja daran, dass es noch nicht so lange her ist, dass ich gesagt habe, ich bin eine Mogelpackung, das sieht noch niemand. Mhm. Und da hat es echt einen Prozess gegeben. Und da war ich tatsächlich so mal ehrfürchtig vor der eigenen Leistung. Hat das jetzt was mit Selbsterhöhung zu tun? Ich glaube nicht. Es war einfach nur ein Anerkennen dessen, was da ist. Du, Ehrfurcht, ich finde, sich ehrfürchtig auch anzugucken und zu sagen, ich bin größer, als ich denke, finde ich total richtig. Denn wie häufig machen wir uns denn klein? Denn genau das mit den Fähigkeiten. Die meisten Menschen, mit denen ich rede und dann sage, boah, das kannst du, sagen die, ja, aber das ist nichts Besonderes. Doch, ist es. Ja, und es ist ein Wunder. Es ist ein Wunderwerk. Und jetzt kommen wir mal wieder dahingehend, dieses alte Reframing von ist ja nichts Besonderes, mal zu reframen in doch, denn ich bin ein Wunder. Ich bin ein wundervoller Mensch. Ich bin jemand, der etwas bewegen kann auf diesem Planeten. Ja, und das Wunder ist jetzt nicht nur, dass du dein Knie beugen kannst, ja, oder das Blut zirkuliert und dass das sozusagen alles so funktioniert und dass uns das niemals auffällt, erst in dem Moment, wo es nicht funktioniert, wo mein Knie wehtut, dann denke ich, oh, ich habe ein Knie. Vorher denke ich nicht darüber nach, dass ich ein Knie habe. Und das ist so wertvoll. Und das, was du gerade gesagt hast, ist so dieses Thema Selbstkonzeptklarheit, also so dieses, wer bin ich? Wer bin ich mit mir und wer bin ich in Verbindung mit anderen? Das und wie gehe ich so mit wichtig. Mir um? Ja, denn wenn ich schon zu mir sage, wenn ich vom Tisch laufe, ich bin ein Idiot, dann frage ich mal so in die Runde unserer ganzen Zuhörer und Zuhörerinnen, was sagst du denn zu jemandem, der in deiner Welt einen Fehler begeht? Welche Wörter benutzt du da? Mhm. Und ist das noch respektvoller Umgang? Denn zu Ehrfurcht gehört auch Respekt. Mhm. Denn Respekt heißt Anerkennung. Ich erkenne an. Und erkennst du an, dass der Gegenüber ein Mensch ist? Erkennst du an, dass der vielleicht ja gerade einen Fehler gemacht hat? Okay, und wie weit bist du bereit, rauszufinden, wissenschaftlich, was der Grund ist, weswegen er den Fehler gemacht hat? Oder lässt du dich sofort von Wut, Ärger beherrschen, schwächst dein Immunsystem und lässt den Wut und den Ärger bei dem noch aus und schwächst den auch noch? Ja? Mhm. Das ist wie diese kalifornischen Krabben, ja. Einer, die versucht gerade rauszukrabbeln aus so einem Pott, ja, wird von den anderen wieder zurückgezogen. Was machst du denn in dem Moment? Ja, du befindest dich emotional an einem Tiefpunkt und ziehst den anderen einfach mit, damit er weiter auf deiner Augenhöhe ist oder unter dir. Mhm. Also das einfach mal klar auf den Punkt gebracht. Und die Frage ist, wie achtsam gehst du mit dir um? Und auch Achtsamkeit hat ganz viel damit zu tun, mit Ehrfurcht. Absolut.
Weil das Schöne an der Sache ist, dieses Thema, was macht es denn, wenn wir ehrfürchtig sind? Es verringert zum Beispiel auch das Grübeln und es verringert auch den Stress. Gibt es eine ganz schöne Studie dazu. Ich bin ja so mittlerweile ja so ein Studienfan. Ich finde das ganz spannend, wie sich auch das verändert hat. Ich weiß noch, als ich angefangen habe mit all den Ausbildungen und dann so lauter Wissenschaftler mit im Raum sitzen oder Menschen mit einem Studienabschluss, die immer gefragt haben, ja, was steckt denn da dahinter? Und ich immer gesagt habe, ist mir eigentlich wurscht, ich will nur, dass es funktioniert. Mittlerweile finde ich es ja spannend zu verstehen, was steckt da dahinter? Und es gibt eine Studie, da sind Probanden gebeten worden, sie mögen bitte über ein negatives Feedback nachdenken, was sie erhalten haben von ihrem Vorgesetzten oder von Teamkollegen oder. Und nachdem sie da sozusagen in diesem Mindset drin gewesen sind, hat man denen Bilder gezeigt. Der einen Gruppe, also völlig unemotionale Bilder, neutrale Bilder. Und die anderen haben Bilder gezeigt bekommen, wo Ehrfurcht ausgelöst wurde. Polarlichter zum Beispiel oder schneebedeckte Berge oder Meer. Also alles das, wo wir merken, es ist was Größeres. Und danach sind sie sozusagen befragt worden. Und je mehr sie in dieser Ehrfurcht drin gewesen sind, umso mehr konnten sie dieses negative Feedback abstrahieren. Das war plötzlich nicht mehr so schlimm, weil sie eben so dieses Gefühl von diesem großen Ganzen gehabt haben. Das heißt also, das ist etwas total Entstressendes, wenn es uns gelingt, im Alltag Ehrfurcht zu spüren, sich auch an diese Momente zu erinnern und dann wieder runterzukommen. Also da gibt es auch ganz viele biochemische Vorgänge, die im Körper ablaufen. Führt zu weit, aber also letztendlich bedeutet es nichts anderes. Je häufiger du staunst, umso entspannter bist du. Ganz genau. Deswegen gibt es ja auch diese wunderbaren Bilder, die wir haben, wo unsere Erde, unser Planet abgebildet ist und dann die Frage drin steht, wenn du diesen Planeten anguckst, wie groß sind jetzt deine Probleme eigentlich? Mhm. Ja, damit da eine abstrakte Lösung, nicht damit wir hingehen können und sagen, oh, ich bin klein und meine Probleme sind gar nicht so wichtig, denn deine Probleme sind in dem Moment, wenn du die gerade hast, natürlich massiv wichtig für dich und schränken dein Leben ein, sondern dass du rausgehen kannst mit so einem ehrfürchtigen Gedanken, mit ich werde eine Lösung finden. Denn ich bin ein Teil dieses riesengroßen Planeten und dieser Planet hat immer Lösungen gefunden. Ja, egal was für ein Meteoriteneinschlag da war, er hat weitergelebt. So. Und dementsprechend darf man da auch mal hingehen und sich selber mit Ehrfurcht angucken, um sich selber mal hinzustellen und sagen, ich bin wertvoll mit allem, was ich tue. Mhm. Ja. Und wenn du das nicht kannst, dann da solltest du das trainieren, denn ich finde, Ehrfurcht ist eine ganz, ganz wichtige Motivationsquelle, um das Leben zu gestalten. Ich finde es ganz, ganz wichtig, zu erlernen, wieder ehrfürchtig zu sein. Denn ehrfürchtig waren wir immer. Als Kinder haben wir über Dinge gestaunt. Ja. Und über die Jahre haben wir das vergessen. Über die Jahre haben wir die Dinge einfach nur noch als normal hingenommen oder als lästig sogar. Ja? Und ich glaube, dass wenn wir wieder die Welt oder uns selber mal aus Kinderaugen betrachten und dann mal fragen oder uns vor den Spiegel stellen, ja, das ist eine gute Idee, stell dich doch gleich mal vor den Spiegel, betrachte dich mal und überleg dir mal, bringe ich gerade ein Kind zum Staunen? Mit dem, was ich gerade tue, mit dem, wie ich mein Leben gestalte, würde ein Kind staunen. Und Kinder sind übrigens leicht zum Erstaunen zu bringen. Mhm. Und wenn du sagst, nein, ich bringe gerade niemanden zum Erstaunen, schon gar nicht ein Kind. So ein kleiner Tipp. Da gibt es so zwei Leute, die so einen Podcast einsprechen. Eine wahnsinnig fantastische, empathische, wissende Frau. Ja. Und ein vor Klarheit und Ehrlichkeit und Deutlichkeit strotzender Mann. Die könnten dir
ganz eventuell, vielleicht, nein, ist überhaupt gar nicht wahr. Die helfen dir, genau diese Ehrfurcht wieder zu finden in dir. Und zwar, ja, das wirst du. Du wirst die wiederfinden, wenn du dich auf deinen Prozess einlässt. Nur, wenn du es nicht tust, ist so eine Frage. Ja, wie willst du deine Welt sehen? Willst du anerkennen, dass du die Welt grau siehst oder schwarz oder voller Probleme, voller Ärger, voller Wut, voller Unmöglichkeiten? Ja, haben einen Podcast darüber gemacht, über die Form, was, woran glaubst du? Ne? Also was glaubst du im Moment, was alles für dich unmöglich ist? Und schreib das ruhig mal auf und argumentier das wirklich bis ins Detail rein, so die ersten drei Punkte, warum das unmöglich ist in deinem Leben. Und dann stell dich mal davor und frag dich, würde es ein Kind auch sagen, dass es unmöglich ist? Ich glaube nicht. Und weißt du, was mir da gerade durch den Kopf gegangen ist? Da haben wir gar nicht drüber gesprochen, nämlich dein Leitspruch, Magic Your Life. Weil letztendlich, was ist es denn? Es ist die Magie des Lebens. Ja. Es kommt darauf an, dass wir die Magie tatsächlich auch sehen können. Und da gibt es so viel davon. Ja, in Form von einem Gürtel, in Form von einem blauen Himmel, in Form von Blick übers Wasser, in Form von meinetwegen auch einen Berg besteigen oder das erste Mal segeln gehen. Oder ich habe einen Bekannten, der mit etwas über 50 Grad schwimmen lernt. Wow. Ja, und mich anruft und sagt, ich habe eine Bahn Rücken gekrault. Ja, das ist unfassbare Leistung, wo ich meinen Hut vor abziehe, wo ich sage, überleg mal, wo der sich überall stellt, all den Gedanken, über 50 muss ich noch schwimmen lernen, nein, ja, die ganzen Argumente, ne, dann keinen Boden unter den Füßen haben, diese Angst vor dem Wasser, dem Ertrinken zu gehen und dann eine Bahn Rücken kraulen. Und er erzählt mir das und ich habe ihm nicht nur von Herzen gratuliert, sondern diese Leistung, das anzuerkennen. Und auch hier nochmal die Frage, was erkennst du in deinem Umfeld an? Was erkennst du dir an? Mhm. Ja. Ja. Und dazu kann es tatsächlich hilfreich sein, mal das Handy wegzulegen und einfach mit offenen Augen durch die Gegend, insbesondere vielleicht auch sogar durch die Natur zu gehen und mal zu staunen, was es da alles für Wunder gibt. Und wie gesagt, ne, die Merzenbecher gestern, ich war 3 Tage vorher draußen, da war davon noch nichts zu sehen. Und bei uns gibt es ganz viel Bärlauch, da war plötzlich der ganze Boden grün und die Merzenbecher standen da und ich dachte nur, wow, und habe tatsächlich gespürt, was das emotional mit mir macht. Also es wurde, die Brust wurde viel weiter, ich konnte viel besser atmen, ich habe gestrahlt und habe gedacht, ja, wenn der Tag so anfängt, dann kann das ja nur ein guter werden. Ja, und genau das hilft dir, dass die Tage gut werden. Denn wie häufig stehen Menschen morgens auf und sagen, boah, ja? Und dementsprechend, Ehrfurcht ist, finde ich, was ganz, ganz Wichtiges. Und auch die Ehrfurcht vor dem Moment zu sagen, ich weiß nicht, wie es weitergeht, ist wichtig, es anzuerkennen, um dann zu gucken, wie kann ich mir helfen? Wo kann ich Hilfe bekommen? Und nochmal, wenn du rausgehst und du siehst solche Dinge ohne Telefon, ganz wichtig, und du zurückkommst und sagst, ich will mehr davon, dann greif zum Telefon und schreib uns eine Mail oder ruf uns an. Ja. Ich würde mal sagen, dem ist für heute nichts mehr hinzuzufügen, außer deinem schönen Spruch, Magic Your Life. Magic Your Life. Ich freue mich auf dich und wenn wir dann nächsten Monat über die nächste super Ressource sprechen. Oh, das wird super. Ja. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank, dass du bis hierhin gehört hast. Und wenn dir mein Podcast gefällt, dann würde ich mich über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes sehr freuen. Oder du folgst mir bei Spotify, teilst meine Folgen mit deinen Freunden, sprichst drüber oder du rufst mich einfach an. Für heute sage ich, bis dann, der Jan.